willkommen bei Barrierefrei. Maya Miko. Für das Charity-Event zur Unterstützung junger Menschen in Malawi wurde mit einem bunten Mix verschiedenster Acts ausgiebig gefeiert. Und das für den guten Zweck. Also wir haben ziemlich viele Bands irgendwie erreichen können. Und zum Beispiel eben die Up to Monotones, Fanbus Wien. Dann haben wir eben, also gerade so Größen, sage ich mal, eben wie Ventus Surfarm und viele, viele DJs. Also Soap & Skin haben wir ergattern können, was eigentlich für uns was voll Schönes ist, weil sie eigentlich doch einen sehr bekannten Namen hat. Und ich habe einfach E-Mails ausgeschrieben an Bands, die was mir gut gefallen, wo ich gedacht habe, okay, das wäre super, eine gute Kombination. Und im Endeffekt habe ich mich so gefreut, weil einfach jeder zugesagt hat. Es ist ja eigentlich für mich bei den ganzen Charity-Events so schön zu sehen, dass einfach die Leute sofort dabei sind, wenn es um sowas geht. Es ist unglaublich. Um 9:30 war eigentlich alles voll. Ich glaube, wir können die Leute gar nicht mehr reinlassen. Es ist auch unglaublich, was für Hilfe und was für Unterstützung wir kriegen von Menschen, die ich teilweise nicht einmal kenne. Und es ist alles, also die kriegen nichts gezahlt. Also es gibt eben mal die Musik auf alle Fälle, was eben den Hauptpart ausmacht. Aber wir haben eben auch Sachen machen können, wie eben das Charity Cooking, die was extrem für diese Veranstaltung veganes, afrikanisches Essen gemacht haben. Wir haben genauso auch drei Schmuckkünstler, sage ich mal, die eben auch sofort gesagt haben, ja, wenn ich jetzt Schmuck und so, können wir es verkaufen. Und ich so, passt super. Und von dem her haben wir echt schon ein cooles Angebot, glaube ich. Also es ist für jeden ein bisschen was dabei, was Visuelles und so. Und das ist schon absolut schön und bin ich voll dankbar einfach, dass es so viele Leute einfach da gibt, vor allem in Graz, die was ein Herz, sag ich mal, haben für Leute, die was es nicht so gut geht. Der Name des Charity-Projekts hat eine ganz besondere Bedeutung. Maya Miko bedeutet Dankbarkeit und Wertschätzung gegenüber allem, was uns im Leben geschenkt wird. Und uns in Österreich wird ja doch einiges geschenkt, weil Schulbildung ist für uns ganz logisch. Also es gibt ja genug Teile auf der Erde, wo das überhaupt nicht selbstverständlich ist, wie zum Beispiel in Malawi. Und Sarah hat auch einen sehr persönlichen Bezug zu Malawi. Ein ganzes Jahr hat sie als freiwillige Helferin unter der Organisation Don Bosco gearbeitet und erlebt, was es heißt, in Armut zu leben. Junge Menschen finanziell zu unterstützen, eine Herzensangelegenheit für die junge Organisatorin. Das Ziel ist eben, dass wir ein bisschen Geld einkriegen für die NGO Bosco, für die ich ein Jahr gearbeitet habe. Und zwar ist das eine Organisation, die die Schulgebühren finanziert für Jugendliche, die es nicht leisten können. Weil in Malawi sind total hohe Schulgebühren und deswegen gibt es eben diese NGO, die das finanziert. Wir haben da ein Spendenkonto extra für Bosco. Dort kommt es hin und dann werden wir das Bar jemandem mit runtergeben, der nach Malawi fliegt. Und das wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich ich in dem Herbst sein. Stimmungsvoll Zukunft schenken. Was gibt es Schöneres? Geben auch Sie jungen Menschen in Malawi die Chance, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Landeshauptmann-Stellvertreter Siegfried Schrittwieser kommt aus dem obersteirischen Törl und ist gelernter Schlosser. Als Landesrat fällt Soziales, Arbeit, erneuerbare Energien und Wohnhaussanierung in sein Ressort. Ihr Thema ist das Soziale. Jetzt erleben wir immer mehr, dass die Gräben aufgehen. Die Gräben in unserer Gesellschaft gehen auf. Es gibt Konflikte. Es gibt Konflikte zwischen Jung und Alt,
zwischen Migranten und Einheimischen, zwischen Arm und Reich. Warum ist das so? Ich glaube, es gibt eine gewisse Schicht in Europa und auch in Österreich, die nicht genug kriegen kann. Die glauben, die Gewinnmaximierung ist das einzige Heilmittel. Das führt aber dazu, dass immer mehr Leute mit weniger Geld auskommen müssen, weil das Geld nicht auf die Arbeitnehmer verteilt wird, sondern sehr stark auch von den Konzernen und Unternehmungen abgezockt wird. Und auch womöglich im Steuertopf vorbeigeführt wird. Das heißt, wir haben weniger Geld, was wir im Sozialbereich verteilen können. Das ergibt eine Situation, dass wir eine schleichende Armut haben, dass die Armut auch permanent zunimmt, wenn nicht in einem riesen Ausmaß, aber doch. Und daher muss man auch sagen, gibt es immer mehr, die in die Mindestsicherung fallen, die aber unschuldig da reinkommen. Und daher sage ich, müssen diejenigen, die das Pech haben, nicht genug Geld fürs Leben zu haben, muss der Sozialstaat Österreich und auch die Steiermark dafür achten, dass wir Rahmenbedingungen haben, dass die nicht durchfallen. Und da kann auch so wenig Geld da sein. Für das muss immer Geld da sein. Da haben wir eine Gesamtverantwortung. Da muss ja aber trotzdem irgendwas schiefgelaufen sein, weil den Sozialstaat, der genau dafür sorgen soll und darauf schauen soll, dass es den Menschen eben nicht zu schlecht geht, den gibt es ja schon lang. Und es ist ja, sagen wir, schon einmal besser gewesen. Es hat auch noch nie so viel Begierde gegeben von den Unternehmungen, das Geld aus dem Kreislauf zu nehmen. Und es ist noch nie so viel Druck auf die Arbeitnehmer ausgeübt worden, als wie jetzt, dass sie um immer weniger Geld mehr leisten müssen. Wir haben einzelne Bereiche, da wird gut bezahlt. Aber wir kommen immer mehr in die Situation von Amerika kommen, die Mac-Jobs, dass Leute 2-3 Jobs annehmen müssen, um überhaupt den täglichen Lebensbedarf decken zu können. Und wir wissen das. Und daher meine ich, dass die Forderung nach einem Mindestlohn von 1.500 Euro zum Beispiel eine ganz wichtige Sache ist, weil eins muss die Volkswirtschaft auch wissen. Wenn heute ein Arbeitnehmer eine Lohnerhöhung bekommt oder Gehaltserhöhung und die macht im Monat 100 Euro aus oder 150, dann wissen wir, dieses Geld geht in die Wirtschaft zurück. Wenn heute einer, der gut verdient, 1.000 Euro mehr kommt oder 2.000 Euro mehr, dann wissen wir, das geht auf irgendeine Aktien oder auf ein Sparkonto und geht nicht in die Wirtschaft zurück. Das heißt, wenn ich die Wirtschaft beleben will, wenn ich die Gefahr einer neuen Armut beseitigen will, muss ich schauen, dass die Einkommensschwachen gestärkt werden. Es gibt aber andere Probleme auch noch. Zum Beispiel ja, die Alterspyramide, die sich immer mehr auf den Kopf stellt. Es gibt mannigfaltige Probleme in der Gesellschaft. Inwieweit sind Sie als Soziallandesrat, haben Sie nicht das Gefühl, Sie kämpfen da ein bisschen gegen Windmühlen? Ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft in den Jahrhunderten gewachsen, dass es immer viele gegeben hat, die das Geld für sich behalten hätte. Das sind oft Unternehmungen, das sind Konzerne, das sind Gewinnmaximierer. Aber es hat immer Gewerkschaften gegeben und auch die Sozialdemokratie nehme ich da dazu, die für die Sozialschwächeren gekämpft haben. Das Gleiche gilt für behinderte Menschen. Behinderte Menschen treffen jeden Tag auf so viele Hürden. Aber nicht nur auf Hürden auf den Straßen und auf den Gehsteigen und in der Straßenbahn, sondern auch geistig. Weil wir noch oft das Problem haben, dass oft nicht behinderte Menschen ein Problem haben, wenn sie behinderte Menschen begegnen, glauben sie, müssen sie bemitleiden. Nein, die behinderten Menschen wollen ein Leben wie andere auch und sie wollen auch so behandelt werden. Aber was wir tun müssen in der Politik ist, dass diejenigen, die sich selbst nicht helfen können, und das haben wir auch als Land gefordert, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass bei uns, wenn jemand behindert ist, keine Angst haben muss, dass er nicht diese Betreuung und das Angebot kommt, was er braucht, um das tägliche Leben bestreiten zu können. Und das ist bei uns Gott sei Dank so. Sie sind schon lange im politischen Geschäft. Was hat sich in der Sozialpolitik geändert, wenn Sie so an Ihre Anfangszeiten zurückdenken? Ja, ich glaube, früher war vieles einfacher. Nicht? Wenn wir das in die 70er Jahre aufgebaut haben, wie damals Kreisky kam und gesagt hat, ich mache Österreich europareif. Also da haben wir vieles gemacht und das war ein großer Nachholbedarf. Wir haben aber dann 2004 ein Behindertengesetz gehabt in der Steiermark, was das beste Behindertengesetz von allen Bundesländern in Österreich ist. Dort hat nämlich der Behinderte heute, wenn er einen Bescheid bekommt, dass er diese und jene Hilfe benötigt, hat einen Rechtsanspruch. Das heißt, wir vom Land müssen auch schauen, dass diese Plätze, die die Menschen brauchen, um die Hilfe zu bekommen, auch da sind.
Und da hat sich schon vieles getan. Und wenn man sich denkt, das haben zu Beginn des Jahrtausends, also Beginn 2000, 2001, haben da vielleicht noch 3.000, 4.000 Menschen in der Behindertenhilfe und in der Jugendwohlfahrt gearbeitet. Heute sind das rund 8.000 bis 10.000 Menschen, weil wir das Angebot so vergrößert haben, dass nämlich die UN-Konvention, wo wir jetzt einen Aktionplan gemacht haben in der Steiermark, sagt nämlich, die Behinderten sollen ein Leben haben wie du und ich. Und mit denen ermöglichen wir das, dass wir immer besser sein können, dass wir immer noch mehr machen können, das wissen wir. Aber wir müssen auch wissen, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen gegenüber der 70er, 80er Jahre, auch 90er, doch etwas verändert haben, dass nicht mehr so viele Mittel vorhanden sind, dass es überall in Europa Budgetkonsolidierungen gibt. Und trotzdem habe ich als Soziallandesrat dafür zu sorgen, dass ich sage, und jetzt stopp. Wenn Sie in die Zukunft schauen, nächsten paar Jahre, Jahrzehnte, sagen wir mal, was glauben Sie, was werden da die größten sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen sein, denen Sie oder dann auch Ihr Nachfolger sich stellen muss? Ich glaube, dass in nächster Zeit für einen Sozialreferenten wichtig sein wird. Es wird nämlich der Wettbewerb um den Kuchen, der da ist, immer größer werden, weil ja der Kuchen gesamt nicht größer wird. Und da wird müssen die Politik genau schauen, dass sie die Prioritäten richtig setzt. Früher ist man mit wesentlich weniger Ansprüchen und mit wesentlich weniger materiellen Dingen ausgekommen als heutzutage. Und ich glaube, was heute als arm definiert wird, wäre vor 30 Jahren so wahrscheinlich nicht gewesen, oder? Nein, so hat der Reiche vor 30 Jahren erst ausgeschaut. Wir haben ja unsere Gesellschaft in Österreich weiterentwickelt. Auf das sind wir alle so stolz. Aber es kann ja nicht sein, dass sich die Reichen weiterentwickeln. Es ist nicht die Frage, wann sie eine Yacht kauft, soll er sich kaufen, wann er sich leisten kann. Aber nicht auf Kosten der Sozialschwächeren. Ein großes Problem ist noch Menschen mit Migrationshintergrund, dass wir die in unsere Gesellschaft so integrieren, dass sie sich wohlfühlen, aber dass das auch für alle, ich sage mal, wirklich jetzt was bringt. Was kann man da tun? Ja, da muss ich ja sagen, dass Landeshauptmann Wobers in seinem Regierungsteam erstmals in Österreich, in Wien hat man das glaube ich auch, Integrationslandesrätin gemacht hat, nämlich die Finanzreferentin Doktorin Volland, der das sehr gut macht. Und integrieren, Migration, Integration, heißt sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Heißt aber auch, Auszubildenden Schulungen zu machen, dass die sprachliche Kenntnisse bekommen, um im Alltag bestehen zu können. Diejenigen, die das haben, aber dann keinen Arbeitsplatz kriegen, müssen wir wieder schauen, wie können wir die überhaupt heranführen an den Arbeitsmarkt. Haben sie die nötige Ausbildung? Sind Sie persönlich schon einmal mit Ausgrenzung konfrontiert worden? Ich nicht, aber ich habe oft schon erlebt, dass Menschen in Sprechtagen zu mir gekommen sind und über Ausgrenzungen, über Mobbing, das ja ein modernes Wort geworden ist, aber es tatsächlich gibt, oder ob da jetzt in einer Siedlung wohnt und vielleicht einen Migrationshintergrund hat, dass der ausgegrenzt wurde, da habe ich schon viel erlebt. Schwierig ist es für diejenigen, die um Asyl ansuchen, hierher kommen und auf keine Ausbildung gestanden haben, weil sie keine Gelegenheit gehabt haben. Und mit diesen Themen werden wir uns in Zukunft permanent befassen müssen, aber nicht nur der Soziallandesrat, sondern alle. Was wünschen Sie sich für die Zukunft unseres gemeinsamen Zusammenlebens? Dass wir am Ende des Tages sagen können, in unserem Land ist es schön zu leben, ob ich jetzt mehr habe oder weniger. Und wenn diejenigen sagen, die weniger haben, hier gibt es Rahmenbedingungen, mit denen man lebenswert leben kann, dann haben wir eines unserer Ziele erreicht.